Willkommen zurück zu Pokémon Diamant. Für uns geht's heute zur Siegesstraße. Wir haben alle 8 Ohren seit dem letzten Part und die Arenenkämpfe, ich hatte ja schon mal gesagt, na, ich will jetzt eigentlich nicht direkt mit negativen Gedanken ankommen, aber wir hatten ja schon gesehen, teilweise war eine Eisarena ein Kampf Psycho-Pokémon. Grauenhafte Designentscheidung, meiner Meinung nach, aber. Egal, hat er glaube ich schon mal gesagt, das ist einfach nicht so meins. Die Kraftreserve ist, by the way, vom Typ Wasser, falls ich das noch nicht gesagt hatte. Eigentlich muss ich den nicht besiegen. Ich habe nichts sehr Effektives, weil Burak nicht dabei ist. Cool. Ja, gegen die Trainer werden wir kämpfen. Müssten ja nur Wasser-Pokémon haben. Bin entschlossen, zur Pokémon-Liga zu gehen, egal wie hart es werden wird. Boah, also wenn du die Top 4 und den Champ kennen würdest, nee, müsste ich umentscheiden. Lumineon, okay. Lumineon finde ich irgendwie underrated. Ich hab mal gehört, dass es irgendwie das langweiligste Gen 4 Pokémon sein soll oder so. Das langweiligste Gen 4 Pokémon. Ich bin ehrlich gesagt nicht so. Ich hab's ja schon oft genug gesagt, ne? Gen 4 ist nicht so meins. Trotzdem, weil ich will irgendwann jedes Pokémon-Game mit verschiedenen Teams als Let's Play haben. Geht natürlich nicht bei Spielen wie Let's Go Pikachu oder so, da werde ich Pikachu halt immer bei mir haben, aber naja, das ist dann eben so. Pokémon Gelb, wir hatten bisher auch schon Raichu im Team und ich werde wahrscheinlich auch irgendwann in einem anderen Playthrough ein Raichu irgendwann mal mitnehmen. Ja. In Alola Raichu hatten wir halt schon. 2 Pikachus werde ich in einem Run dabei haben. Vielleicht habe ich irgendwann mal ein normales Raichu, wer weiß. Es werden auf jeden Fall auch ein paar Challenge Runs kommen. Da werde ich nicht darauf achten, unterschiedliche Pokémon zu nutzen. Also da nutze ich dann einfach, was mir die Nuzlocke gibt. Oder die Randomizer, wer weiß. Entschuldige, dass ich einen Bikini trage. Was? Hallo? Entschuldigung, dass ich ein Bikini. Grauenhafte Designentscheidungen. Ein Baby-Pokémon auf dem Weg zur Siegesstraße. Wirklich? Ich bin normalerweise nicht kritisch mit Spielen, okay? Fehler passieren, aber. Baby-Pokémon auf dem Weg zur Siegesstraße. Wirklich? Meryl hätte ich noch verstanden. Azumarill, okay. Aber Azurill? Okay. Hat sich mehr oder weniger wieder ausgeglichen. Junge. Ich war gerade kurzzeitig hart abgefuckt. Man merkt's. Ja, kannst mir gleich einen blubbern, Alter. Sollte denn das gerade wirklich? Junge, sind die nur Tentoxer? Das wäre ganz gut zum Trainieren für jemanden, der was hat, aber. Ich glaube, ich habe nicht mal jemanden, der irgendwas gegen die hat, oder? Ist schon ein bisschen her. Doch. Du kannst sie normalerweise erledigen. Ja, meinetwegen schicke ich dir auch hier rein. Vielleicht hat er einen Wassergiftmon. Ich trainiere auch in einer Arena. Glaub nicht, dass das ein Spaziergang für dich wird. Oh nein. Trainiert in der Arena. Ja, wenn der wüsste, dass wir alle Arena haben. Psycho-Klinge. Oh nein, Mantax. Psycho-Klinge. Oh nein, Remoraid. Psycho-Klinge. Das war sehr anstrengend. Da bin ich. Oh, das ist Doppelkampf, cool.
Doppelkämpfe mag ich. Wenn ich da jetzt dazu in diesen Doppelkampf sehe. Nee. Ja, aber nur weil es hier die Verteilung erhöht hat. B, da ist jetzt gleich Nazuri drin. Level 44, das muss doch gute Erfahrung geben. Der uns speedet sogar. Such so langsam? Ich glaube generell haben wir nicht so schnelle. Burak ist noch etwas schnell, aber... Roserade anscheinend auch. Okay, Ricardo war eher langsam, ne? Also von den, für einen Vogel war er, glaube ich, sehr langsam, ja. Er ist halt sogar noch langsamer als Such. Wen setzen wir jetzt ein? Ich denke eigentlich ist es offensichtlich, dass wir Bazookazoo und Such einsetzen. Es ist sinnvoll hier. So, Doppelkampf. Mein Traum ist es, in jeder Region oder der Sonne im Meer zu schwimmen. Hast denn die vorherigen drei schon durch? Vor dem Kampf tief durchatmen. Ja. Ey, kennt ihr das, wenn ihr so in der Badewanne sitzt und dann so tief atmet und ihr habt so viel Wasser reingefüllt, dass ihr so einfach auf Bauchhöhe nach oben fliegt, wenn ihr Luft einatmet? Ist irgendwie voll geil. Das ist ein Meryl, okay. Aber noch gibt es keinen Grund zur Beschwerde. Psychoklinge auf. Winger, Igersauger auf Meryl. Ach, es gibt ja noch gar keinen Feen-Typ. Ich habe vorhin auf Azumarill extra die Giftattacke. Ich habe extra eine Giftattacke eingesetzt, richtig? Oh, Junge. Da bin ich vom Kopf her gerade einfach nicht ready, habe ich das Gefühl. Ja, da werden wahrscheinlich schon Leute in die Kommentare geschrieben haben. Jetzt ist es mir zumindest noch selbst aufgefallen, okay, also macht mich nicht zu sehr fertig. Ich gebe hier mein Bestes. Los, ich habe das Gefühl, heute bin ich allgemein aber vom Kopf her nicht so bereit. Heute auch schon Skyward Sword bis aufgenommen. Ach egal, ich hatte es ja eh angekündigt. Juckt nicht. Und ja. Nee, warte. Gigasauger auf Ento und dann geht es. Dann kann ich sehr effektiv angreifen. Es killt dann auf jeden Fall und Pilipper kann dann hier noch so gekillt werden. Keiner kriegt ein Level ab. Ja, da killt der Gigasauger eh schon. Es gibt, glaube ich, teilweise Wasserboden-Pokémon mit Vegetarier. Ist dann ganz cool. Aber hier bringt es ja nicht viel. Und jetzt bekommen beide ein Level Up. Sehr schön. Ich würde tatsächlich ab dem Punkt dann aber auch sagen, wir sollten mal... Es ist vom Typenvorteil her neutral. Aber ich glaube, wir könnten trotzdem mal hier... ja, Krampfschiff nach vorne packen. Auch Ricardo genannt. Der hat auch eine Psychokinese, stimmt. Die hätte ich ihm gegeben, obwohl er, glaube ich, speziell nur... mittelmäßig war. Ja, genau. Ricardo war physisch besser, aber eine Psychokinese hat sich dann trotzdem mehr gelohnt als die andere Attacke. Egal, kann man ja teilweise auch vom Gegner dann abhängig machen, wenn ich denke, okay, der wird eine gute Spezialverteilung haben, dann gehe ich auf jeden Fall auf physisch. Wenn es allerdings andersrum sein sollte, dann könnte ich ja vielleicht auf speziell bevorzugen. Sehe vielleicht nicht so aus, aber ich bin jetzt ein Reisender. Okay. Reist du von Region zu Region in deiner Badehose? Junge, kann man nicht mal irgendwas mitnehmen. Frauen schon, vor allem die eine aus Sonne und Mond war es, glaube ich. Die bewahrt ihre Pokebälle ja anscheinend in ihrer Unterwäsche. Wenn nicht sogar noch tiefer auf. Das funktioniert bei Männern leider nicht so gut, obwohl. Durchs Hintertürchen, da ist vielleicht noch Platz. Warum rede ich darüber?
Ah, Junge. Ja, vielen Dank an alle, die noch nicht abgeschaltet haben, also wahrscheinlich keiner. Naja. Hab mir aber auch sehr interessante Themen hier rausgesucht, oder? Egal, die ignorieren wir jetzt einfach. Ja, Ricardo kann den noch killen. Warte mal, hat er schon sein Level? Ach, er hat schon sein Level abbekommen. Auch geil. Item? Perle, geil. Spielen hier Diamant. Hallo, wo sind die Diamanten? Spielen nicht Pokémon Pearl. Kriege einfach mal den einen Schutz, den wir noch haben. Sonst noch irgendwas? Ich würde noch einen Supertrank hier draufballern. Damit er eine gute Chance hat im Kampf. Komm her, um die Pokémon hier mit eigenen Augen zu sehen. Dann müsstest du aber noch ein bisschen weiter, ne? Ach, du guckst so mit dem Fernglas aus, okay. Kann ich nicht beurteilen, ob man das sieht. Geiler Crit. Gastrodon. Gastrodon gibt gute Erfahrung. Joa. Junge, Ricardo macht sich hier die Erfahrungspunkte voll. Psychokinese sollte hier, glaube ich, mehr ballern bei Marshock. Ja. Obwohl, werden wir nie erfahren, ob Eroas auch gekillt hätte. Wahrscheinlich. Aber ich glaube, rein von der Verteidigung macht auf einem Marshock Spezialangriff mehr Sinn. Das ist so ein Ding halt mit Kampf-Pokémon. Kampf-Pokémon wahrscheinlich physisch generell besser. Psycho-Pokémon speziell besser. Da verallgemeinere ich das einfach. Klingt schon fast ein bisschen wie Rassismus. Nee. Ist natürlich in dem Fall jetzt nicht unbedingt was Negatives, ist hier bei den Sets zu verallgemeinern, ne? Junge. Ja, Ricardo jetzt auf 47 inzwischen. Von Leveln her sind wir gut dabei. Ich würde eigentlich noch auf Level 60 und ihr Burak auf 70 gehen, wenn wir denn die Pokémon-Liga erreichen. Aber so weit, so gut. Wen hätte ich jetzt nach vorne gepackt? Ja, passt. Der macht es, der hat einen guten Spezialangriff. Der Typ, nach dem ich suche, muss auch im offenen Meer gut aussehen. Wie alt bin ich? Wie alt bist du? Dich würde ich einschätzen wie 16, 15. Ich bin 10, aber ey. Wenn der Typ der Jüngere ist, dann ist es wohl nicht weird. Oder? Nee, ich bin trotzdem weird, was? Ich bin immer der Weird, egal in welcher Situation. Ich könnte der Außenstehende sein, ich könnte im Zirkus hier einfach nur in der hintersten Reihe irgendwo sitzen und trotzdem wäre ich der Clown. Macht halt gut Damage. Also Hoppe, wirklich. Ich war noch nie so. Ich hab Glaziola schon mal gespielt, aber. Junge, mit guten DVs und EVs. Der ist halt einfach ein Ficker. Ich hätte es nicht für möglich gehalten, dass ein Glaziola so stark ist. Vor allem, weil ich, was Competitive angeht, wirklich immer nur Schlechtes darüber höre. Mit der Fähigkeit. Schneemantel haben wir, ne? Schneemantel müsste die heißen. Ist halt einfach geil. Ja, ich weiß, wie hart es gerade verschwendet war, ist mir egal. Ich weiß, dass ich surfen kann, aber ich schwimme lieber. Ist wahrscheinlich komisch, das ist mir schon klar. Okay. Schwimmer Ingolf. Ingolf ist ein Name. Junge. Joa, wir nutzen gegen den Hagelsturm. Ja, mit dem Eiszahn machst du mir nichts. Denn jetzt trifft der Blizzard zu 100%. Wir können eher ausweichen. Das Ding ist probably One-Shot. Yes. 3 KP dazu. Bisschen verdammt. Junge. Spezialangriff. Es macht mich einfach geil, das zu sehen.
bin eigentlich asexuell, aber wenn ich das jetzt von Glaciola sehe, boah, Alter, da werde ich steif. Eine Kaskade. Habe ich Kaskade nicht beibringen lassen? Ich habe noch keine Attacke rausgeschmissen, oder? Ja, cool, dass ich mich jetzt dazu zwingen war. Stand da gerade Blizzard? Wir haben noch einen Blizzard. Wir haben noch einen Blizzard. Hatte ich zwei gefunden? Gerade sehr komisch vor. Hab ich da irgendwas gecheatet? Ja, wir müssen leider Coppers Moveset austauschen. Das ist sehr sad. Das schmeiße ich raus. Die Wasserdüse kommen. Er sollte noch eine ganz gute Verteidigung bekommen, deswegen, ich glaube, ich kann darauf verzichten. Es tut weh, wenn man eine Attacke wegschmeißen muss für eine Form, ne? Ist wirklich schmerzhaft. Wasserdüse war ganz cool. Einfach weil du weißt, du hast ein langsames Pokémon, was hier ein bisschen was machen kann. Jetzt ist es einfach weg. Okay, in der Höhle. Würde ich aber tatsächlich sagen, ist Copper die beste Wahl, weil wenn Zubat kommt, wir sind immun. Cool. Wir sind immun gegenüber Giftattacken. Flug sollte resistiert werden von Stahl. Joa. Ich wollte gerade Schutz verwenden. Das hatte ich gerade wieder ein bisschen aus den Augen verloren. Ich weiß gar nicht, ob 11 Top-Schütze hier reichen, weil die Siegesstraße hier, das war, glaube ich, die, sag mal, vorsichtig. Ich logge noch nicht ein, ne? So, ich habe die anderen noch nicht ganz so im Kopf. Johto habe ich, weiß ich nicht mal. Ich würde mal sagen, es ist die längste und für mich nervigste Siegesstraße überhaupt. Sei gewarnt, Sterblicher, ich kann die Zukunft sehen, okay. Weißt du, dass du verlierst? Warum machst du den Kampf dann? Ach, du musst den Kampf machen, damit du die Zukunft siehst. Was beim Kampf passiert. Okay, verstehe. Dunkelklaue! Tja, losgedunkelklaut. Stand da. Okay. Endlich kommen mal ernstzunehmende Gegner und wir wurden zurückgeschreckt. Cool. Gegenstoß einzusetzen, wenn ich langsamer bin, ist aber auch nicht gerade schlau, oder? Egal. Simsala noch. Das ist ein cooles Team. Starke Gen 1 Pokémon, gefällt mir. Meiner Meinung nach richtig gute Gen 1 Pokémon. Also Simsala ist generell ein Banger. Psycho-Pokémon waren ja damals auch extrem stark. Wo ich die Rot-Blau-Zeit nicht so miterlebt habe. Joa, damals gab es ja, glaube ich, noch nicht hier die Stärke von Geist. Die Sache ist halt, es gab damals nur ein Geist-Pokémon und das war Nebulak. Halt mit der Entwicklung von mit Alpollo und Gengar noch, ne, aber es ist halt ein Gift-Geist-Pokémon. Und das heißt, das einzige Pokémon, was vom Typ her eine Stärke hat gegenüber Simsala, ist dann halt einfach, wie soll ich sagen? Das einzige Pokémon, was eine Stärke gegenüber Simsala hat, hat eine Schwäche wegen dem Gifttypen. Das macht's dann halt auch wieder ein bisschen beschissen, so, ne? Aber naja, so ist es nun mal. Ich kämpfe weiter, damit ich immer höher in die Lüfte aufsteigen kann. Okay. Vogelfinger-Galine. Noctu. Ja, Noctu wirkt auf mich jetzt nicht so spannend. Das Ding könnte Hypnose können, aber. Zwerfer.
Ein 12er macht sehr viel weniger. Das Ding ist wahrscheinlich. Das Ding. Noctu war ein sehr guter Tank, aber. Tankt er auch physisch? Ja. Es macht Kaskade etwas weniger Schaden als Surfer. Grundsätzlich von der Stärke meine ich jetzt. Deswegen hätten wir mehr physischen Angriff, hätten wir gleich viel physischen Angriff wie speziell, dann hätte die Kaskade jetzt gekillt. Noctu ist speziell besser aufgestellt als physisch. Staraptor. Ja, ein bisschen rumswitchen kann man ja noch. Und die sind tatsächlich über meinem Level. Das finde ich sehr schön, weil das bringt dann nochmal auf die Siegesstraße etwas Spannung. Joa, 20 Minuten sind wir soweit. Das war alles für ein Item, okay. Ich habe das Gefühl, ich habe mich jetzt schon verlaufen. Ne, hier kann ich hoch. Ne, ich bin da gerade noch runtergegangen für das Item. So war das, dann muss ich hier lang, okay. Joa, ich habe mich, by the way, hier in strahlender Diamant auch schon verlaufen. Also, da geht's nicht lang. Das war schon der erste Top-Shots. Naja, wir sind jetzt hier auch schon seit, weiß ich nicht, seit 5 Minuten oder so. Egal. Zeig mir, wie du dich bis hierher durchgekämpft hast. Los geht's. Okay. Können wir machen. Enthorn. Kreideschrei geht daneben. Sehr schön. Wir critten. Ein Crit gerade so hilft, ist irgendwie sad, aber. Naja. Die nächste Dunkelklaue wird sein. Das war ein ziemlich trauriges Enthorn. Hi Tyra! Das Ding wird Erfahrung bomben. Hi Tyra ist das Pokémon mit extrem guter Special Death und schlechter physischer, ne? Ja. Wir haben Hi Tyra geone-shottet. Das Ding hat auch extrem viel KP, also. Ne, das ist jetzt nicht so als ja, physisches Ding ist es easy in One-Shot. Nee. Das war gerade ehrlich gesagt ziemlich beeindruckend vom Körper. Es sieht so aus, als wären wir von den Items noch nicht ganz durch, aber ich habe das Gefühl, ich kann hier auch nicht viel mehr machen. Es wird jetzt etwas nervig. Junge, was wollen die von mir, dass ich ein perfektes Timing habe oder was? Erster Schritt, nachdem der Schutz abgelaufen ist. In Stalos! Okay, normal müsste man das Ding, glaube ich, irgendwie traden oder ein Item drauf einsetzen, dass sich das Ding entwickelt. Oder mit Item traden, irgendwie sowas, dass man das Ding hier als einfach so bekommt, ist. Wohl verwundert mich ehrlich gesagt, müsse. Ich hatte das Gefühl, solche, wenn es eine Tauschentwicklung überhaupt ist, dass sowas eigentlich nur durch Trades erreichbar ist. Ich will eigentlich gar nicht Erfahrung fahren. Aber naja, jetzt sind wir schon mal hier. Dunkelklaue wäre gerade sehr viel sinnvoller gewesen, oder? Egal. Ja, sehr viel jetzt auch nicht wegen Step. Ich glaube, das wäre es gewesen, oder? Ich bin nicht gut mit dem Fahrrad und dass sie das hier von mir verlangen, nervt mich auch, aber kann man nichts machen. Dann nach dem Kampf jetzt aber auch wieder Schutz anlegen. Sind hier bei 24 Minuten, ich komme bei diesen Kinderrätseln einfach nicht voran. Ah, jetzt.
Okay, hier will ich erstmal langsam. Erst langsam, weil da kommt man das Item da drüben ran. Ja. Ein Top-Adder, okay. Finde ich eigentlich ganz geil. Warte mal, da unten ist noch ein Weg. Ich habe das Gefühl, das war gerade hart optional, dieser Raum. Aber wer weiß, vielleicht ist da unten noch was. So, oder? Sollte passen. Wenn ich mir den einen Stein hier drüben verschiebe, dann dürfte ich mir eigentlich nichts kaputt machen können. Ich bin Anwärter auf Champ. Da ist was dran. So. Ich hätte Apollo gelesen. Da steht einfach wie nur Fliebes. Wie kann ich da Apollo lesen? Egal, ich skippe auch schnell durch, okay? Ich nehme das Spiel gerade einfach nicht so ernst. Ich werde dann bei den Top 4 Kämpfen auf jeden Fall mir noch ein bisschen mehr Gedanken machen. Zum Beispiel der Start mit Käfer. Ich glaube nicht, dass ich irgendwas. Was stand da? Jetzt habe ich gar nicht erst drauf geachtet. Naja. Ich weiß, dass der erste Top von den Top 4 mit Käfer-Pokémon kämpft, aber. Was kann ich dagegen machen? Egal, ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Ich glaube, wir kommen ganz gut über die Siegesstraße. Dann nehme ich das natürlich zurück. Dann war ich damals einfach nur dumm. Ich glaube, ich habe den Fahrradsprung bloß nie geschafft. Obwohl ich das hier nicht mal brauche. Dieser Fremde wird meine Prüfung sein, um zu sehen, ob ich die Fähigkeiten besitze, die Top 4 der Pokémon-Liga zu besiegen. Oh, das ist ein Schere-Stein-Papier-Prinzip. Vielleicht gewinne ich jetzt gegen dich, allerdings verliere ich gegen die Top 4 und du gewinnst. Das ist Schere-Stein-Papier, kann bei Pokémon sein, ne? Der eine hat ein gutes Team gegen das, der andere nicht. Du hast ein Chelterra, was wahrscheinlich auf eine Bodenattacke geht. Oder es besamt mich. Okay, ja, das finde ich süß. Das Ding ist ziemlich tanky und wir machen trotzdem guten Schaden, geil. Chelterra ist ziemlich gut. Ich höre zwar mal wieder immer nur Schlechtes über ihn, aber das ist halt auch aufgrund der vierfach Eisschwäche, das ist in einem Spiel wie Sinnoh jetzt vielleicht nicht so das, was man haben will. Lass mich sehen, wie gut deine Pokémon trainiert hast. Okay. Ey, gerade eben warst du sehr viel älter. Okay. Egal, was mit ihm passiert ist, es war ein Bedroher, dann gehe ich auf eine Lichtkanone. Oder? Nee, ist einfach wegen Step. Jetzt auf eine Lichtkanone. Ja, oder du tötest dich selbst, das geht auch. Hippoterus. Ich denke, der Sandsturm wirkt sich nur auf die physische Death aus. Hippoterus ist, glaube ich, auch echt nicht so schlecht. Den hatte ich, glaube ich, schon mal irgendwann mal dabei in irgendeinem Game. Vielleicht X und Y. X und Y damals, vielleicht hätte ich, glaube X und Y könnte es sein. So, wir resetten kurz die Steine, damit ich hier unten lang kann. Ja. Jetzt nur noch in die Richtung lenken. Ich glaube, ich hab's. Hier, dann hier runter. Das ganze Wechsel zwischen Zertrümmerer und Dingens nervt ein bisschen. Ich will jetzt noch gucken, was hier drüben ist, weil hier muss ja irgendwas Wichtiges sein, oder? Ein Item? Okay, wir machen das Ganze für ein Item. Da drüben ist Doppelkampf. Top-Genesung, okay. Damit bin ich fein. Ein Doppelkampf, sollen wir den jetzt noch machen? Ja, oder? Ja, wir haben sehr viel Top-Schutz schon aufgebraucht, aber
glaube, hier drüben geht es auch nicht unbedingt weiter, von dem her. Wir machen's. Beabsichtigen, meine Technik im Doppelkampf zu perfektionieren. Das wird mich auch insgesamt zu einem besseren Trainer machen. Ich möchte meine Doppeltechnik so gut wie möglich verbessern. Das macht mich als Trainer stärker. Okay. Ja, man soll schon Doppelkämpfe und Einzelkämpfe können. Staraptor und Vase. Könnte es ein Erdbeben-Team sein? Weil ein Wasser... Ne, was heißt hier Wasser? Ein Boden-Pokémon mit einem Flug-Pokémon ist gerne mal eine... Nun ja. Ist gerne mal eine Erdbeben-Kombo. Darum nehme ich Vase jetzt lieber schnell raus. Schreibt gerne in die Kommentare, falls ihr euch mit den beiden Trainern auskennt oder das eventuell nachlest, ob es denn der Fall ist. Mich würde es nicht wundern, das finde ich zumindest ganz cool, wenn das der Fall wäre. Nee, oder? Okay. Steinkante. Kann das irgendwer? Ich kann mir vorstellen, dass Satch das könnte. Ich würde es wundern, wenn Hoppel das könnte. Ich habe einfach so eine Steinkante gefunden. Ja, aber auf der Siegestraße kann schon mal so eine starke Attacke sein. Satch kann es. Okay. Ich bin ehrlich gesagt mit den anderen Moves sehr viel zufriedener. Wenn wir gegenüber dem Krypok von Cynthia stehen, dann kann Satch nichts machen. Das ist Elite, deswegen, da müssen wir dann auf jeden Fall jemand anderen reinnehmen. Weil Psycho-Attacke hittet nicht, Kampfattacke hittet nicht, Normalattacke hittet nicht. Das macht bei ihr dann einfach keinen Sinn. Und beim nächsten Mal werden wir dann hier die Siegesstraße weitermachen. Wir sind schon ziemlich weit gekommen, habe ich das Gefühl. Ja, wir haben wahrscheinlich schon die Hälfte oder so durch. Von dem her, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal und ciao.